Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Christus muss damals seine Jünger sehr schön in Erstaunen gesetzt haben, als er eine sehr provokative Aussage getroffen hat. Und auch heute, wenn Menschen seine Aussage hören oder darüber lesen, fragen sie sich vielfach, ja, was hat er damit gemeint? Ich spreche hier von einer Aussage, die in Matthäus Kapitel 5 und Vers 20 wiedergegeben wird. Matthäus Kapitel 5 und Vers 20, wo wir Folgendes lesen. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. So werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen, wenn Christus zurückkommt hier auf diese Erde, um das Reich Gottes auf Erden zu errichten. Die Gerechtigkeit der Jünger muss größer sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer. Nun, das war so eine Bombe, die da geplatzt ist. Denn die Pharisäer wurden angesehen als die Gerechten, die gerechtesten Menschen, die es überhaupt gab. Die waren so zielstrebig und zielbewusst auf das Gesetz versessen. Die haben ja alles getan, was sie nur konnten, um Gottes Gesetz zu halten. Wie konnte Christus da sagen, dass unsere Gerechtigkeit, und wie es im Urtext sogar heißt, weitaus größer sein muss als die Gerechtigkeit der Pharisäer? Wie ist das zu verstehen? Heute gibt es auch sehr viele moderne Pharisäer. Und andere Menschen blicken auf die und sagen, schau mal, wie gerecht der oder die ist. Und in Wirklichkeit mag es auch wiederum jemand sein, der in Gottes Augen gar nicht akzeptiert ist. Schauen wir uns einmal an, wovon Christus hier überhaupt gesprochen hat. Zunächst einmal möchte ich auf die Gerechtigkeit der Pharisäer eingehen und dann auf die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gerechtigkeit, die Gott von uns erwartet und verlangt. Und dann möchte ich Sie bitten, sich immer und immer wieder die Frage zu stellen, ja, trifft das auf mich zu? Entweder ist das eine Beschreibung von mir, einem modernen Pharisäer, oder ist es eine Beschreibung von mir, der die Gerechtigkeit in seinem Leben entwickelt, die Gott will? Und ist damit unsere Gerechtigkeit weitaus größer als die Gerechtigkeit der modernen oder auch alten Pharisäer? Zunächst einmal sprach Christus ganz eindeutig von der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Und schauen Sie, was diese Selbstgerechtigkeit gebracht hat. Die Konsequenzen. Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18 und angefangen Vers 9. Eine sehr bekannte Stelle. Aber schauen wir uns an, wie die Stelle, dieses Gleichnis, eingeleitet wird. Lukas 18, Vers 9. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, aber eine bessere Übersetzung hier ist, gerecht zu sein, wie es auch die Luther-Übersetzung, die neue Lutherbibel 2009 bringt. Also, er sagte zu einigen, die sich anmaßten, gerecht zu sein und verachteten die anderen. Dieses Gleichnis, schauen Sie, das ist das Problem. Die Selbstgerechtigkeit führt dazu, andere zu verachten, zu verdammen, auf die herabzublicken. Und das ist hier jetzt das Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und der Pharisäer stand für sich und betete so. Man kann auch übersetzen, er stand für sich und betete zu sich selbst. Der betete gar nicht zu Gott. Ich meine, Gott hatte das gar nicht gehört, gar nicht beantwortet, was der hier von sich gab. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche. Und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, wie es heißen sollte, dem Sünder gnädig. Er sah auf sich und er sah in sich seine sündhafte Natur. Er war der Sünder und er sagt zu Gott, bitte sei mir, dem Sünder, gnädig. Es ging nicht um andere, wie die gelebt haben, was die getan haben. Es ging um ihn. Und ich sage euch, sagt jetzt Christus hier, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, wie es die Pharisäer taten. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Pharisäer, um jetzt einige Punkte hier näher zu beschreiben, die Pharisäer glaubten,
dass sie das Gesetz halten könnten im Hinblick auf ihre eigenen Interpretationen, im Hinblick auf ihre eigenen Ergänzungen oder auch Dinge, die sie wegließen. Und das war das, was sie meinten, sie müssten tun, um gerecht zu sein. Aber indem sie das taten, hielten sie das Gesetz Gottes überhaupt gar nicht. Das muss uns klar sein. Man denkt immer, die Pharisäer, die waren sehr eifrig, das Gesetz Gottes zu halten. Das taten sie keineswegs. Schauen wir uns dies an. In Markus Kapitel 7. Durch ihre Traditionen, und es gibt heute viele Menschen, die so ihre eigenen Traditionen haben, damit verleugnen sie, damit brechen sie das Gesetz Gottes. Markus 7, angefangen in Vers 1. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten, die aus Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, das Brot essen. Die hatten so eine gewisse Waschungszeremonie, die man da durchführen musste. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben und halten so die Satzungen der Ältesten. Und wenn sie vom Markt gekommen sind, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Das Wort hier ist aber mehr das, was für die Taufe gebraucht wird. Also der ganze Körper musste gewaschen werden, von oben bis unten, auch wenn man da jetzt vom Markt gekommen ist. Und es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäße und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Und da fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach, nicht dem Gesetz Gottes, den Satzungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen. Und Vers 6. Und er sprach zu ihnen, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, und auf die Heuchelei werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir. Es kann auch übersetzt werden, vergeblich beten sie mich an. Die Elberfelder Bibel sagt, vergeblich verehren sie mich. Die Gute Nachricht schreibt, es ist vergeblich, dass sie mich anrufen. Also, vergeblich verehren sie mich, weil sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gesetz und haltet der Menschen Satzungen. Und er sprach zu ihnen, wie fein hebt ihr Gottes Gebote auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Und dann noch in Vers 13. So hebt ihr Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt. Und dergleichen tut ihr viel. Er spricht die Pharisäer an. Er sagt, ihr habt mit euren Satzungen, diesen ritualen Satzungen, die ihr sogar selbst erfunden habt, dazu beigetragen, dass das Gesetz Gottes überhaupt gar nicht mehr gehalten wird. Vergeblich verehrten sie Christus. Verehren wir heute Christus vergeblich, weil wir uns selbst so Dinge zurechtgelegt haben, wie man so leben muss, obwohl das gar nicht dem entspricht, was die Bibel sagt. Die Pharisäer haben zum Beispiel viele, viele Gebote erfunden, die sie so quasi um den Sabbat herum aufgestellt haben, damit man nicht an den Kern des Sabbats kommen sollte. Und dann hatten die unglaublich viele Dinge da erfunden. Und Christus sagt, und damit habt ihr jetzt den Sabbat zu einer Last gemacht und keineswegs zu einer Freude. Schauen Sie, wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, Gottes heiliger Sabbat. Und in dieser Broschüre gehen wir darauf ein, wie der Sabbat zu halten ist und wie nicht. Und heute gibt es auch viele Menschen, die so ihre eigenen Rituale erfunden haben, die dann angeblich gehalten werden müssen, um den Sabbat zu halten. Und damit wird der Sabbat zu einer Last gemacht und keineswegs zu einer Freude. Aber nicht nur das. Dann haben sie angefangen, andere zu verurteilen, zu verdammen, zu verfolgen, die in keinster Weise diese Satzungen halten wollten. Und auch heute ist das vielfach der Fall. Wie? Ihr tut das am Sabbat oder ihr tut das an anderen Festtagen, das darf man doch nicht. Man darf doch zum Beispiel nicht am Sabbat in ein Restaurant gehen. Man darf doch zum Beispiel nicht während der heiligen Festtage in einem Hotel leben. Nun, einige sagen sogar, man braucht die heiligen Festtage gar nicht zu halten. Auch das ist ein großer Irrtum. Wir haben eine weitere Broschüre veröffentlicht, Gottes heilige Jahresfeste. Und diese Broschüre zeigt Ihnen, dass sowohl der Sabbat als auch die heiligen Festtage Sabbate genannt werden. Sie können das eine vom anderen nicht trennen. Und wer meint, man müsse den Sabbat halten, brauche aber die heiligen Festtage nicht zu halten,
hebt damit wiederum Gottes Gesetz aufgrund seiner eigenen menschlichen Überlegungen und Interpretationen. Schauen Sie, Paulus, als er noch der Saulus war, als er noch nicht bekehrt war, der war ein Pharisäer. Ein Pharisäer, der Pharisäer, könnte man sagen. Und was hat ihm das gebracht? Er war sehr eifrig für das Gesetz, aber mehr für die Überlieferungen der Ältesten. Und als Konsequenz hat er die wahre Kirche verfolgt. Philipper Kapitel 3. Philipper Kapitel 3 und angefangen Vers 5. Philipper Kapitel 3 und Vers 5. Hier beschreibt er sich selbst. Man braucht gar nicht zu spekulieren. Er beschreibt sich selbst. Das ist, was er sagt. Philipper Kapitel 3 und Vers 5. Der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Er war ein Pharisäer, der die Gemeinde verfolgte, und er war untadelig, wie es heißt, nach dem Gesetz. Welches Gesetz ist hier gemeint? Es geht hier um das Ritualgesetz. Es geht hier um das Gesetz der Pharisäer. Es geht um die Satzungen der Ältesten. Da war er untadelig. Da hat er in keinster Weise irgendwo einen Verstoß begangen. Aber diese Untadeligkeit im Hinblick auf das Ritualgesetz, selbst sogar das alttestamentliche Ritualgesetz, das nun abgeschafft ist durch das Opfer Jesu Christi, durch seinen Tod und natürlich auch die Satzungen der Ältesten, das hat dazu geführt, dass er die wahren Mitglieder der Kirche verfolgt hat, die wahren Christen umgebracht hat, damit beigetragen hat, dass sie getötet würden. In den Augen der Menschen war er möglicherweise untadelig nach dem Gesetz, in Anführungszeichen, der Pharisäer, aber keineswegs in den Augen Gottes. So dann war eine sehr große Charakterschwäche, und es war mehr als nur eine Schwäche, dass die Pharisäer sehr bedacht waren auf ihre Position, auf ihren Einfluss, auf ihr Prestige. Davon wollten sie nicht lassen. Ihre Gerechtigkeit, ihre Selbstgerechtigkeit hat damit zu tun, wie sie von anderen so angesehen wurden. Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11, angefangen Vers 46. Johannes 11 und Vers 46. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Schauen Sie, darum ging es denen. Die wollten in keinster Weise ihre Herrschaftspositionen verlieren. Was war dann die Konsequenz? Was taten sie dann? Nun, sie begannen über Jesus Christus zu lügen. Wider besseren Wissens falsche Behauptungen aufzustellen, um ihn zu diskreditieren in den Augen der Menschen. Matthäus Kapitel 12. Matthäus Kapitel 12. Und angefangen in Vers 22. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und fragte, ist dieser nicht Davids Sohn? Aber als die Pharisäer das hörten, da sprachen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten. Das war eine krasse, glatte Lüge. Sie wussten, dass sie logen. Sie wussten nämlich, dass Christus jemand war, der zumindest ein Prophet war, der von Gott gekommen war. Sie logen, um ihn zu diskreditieren. Warum logen sie? Nun, wie ich sagte, weil sie ihr Prestige nicht verlieren wollten. Aber schauen wir uns auch Matthäus Kapitel 27 an und Vers 18. Matthäus 27 und Vers 18. Denn er wusste, Pilatus wusste, dass sie, unter anderem die Pharisäer, ihn aus Neid überantwortet hatten. Schauen Sie, die waren neidisch auf Christus. Der hatte so eine große Gefolgschaft und sie hatten jetzt die Besorgnis, dass man ihnen irgendwo vielleicht das Prestige wegnehmen könnte. Und so haben sie ihn aus Neid verleumdet,
über ihn gelogen und dann natürlich sogar auch nach den Römern überantwortet. In Matthäus 21 wird klar, dass Christus genau wusste, warum sie taten, was sie taten. Matthäus 21 und Vers 38. Er gibt hier ein Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Und dann sagt er hier in Vers 38, jetzt aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen, damit wir hier dann die Erben sind. Und dann später heißt es in Vers 45, und als die Hohepriester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, da erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also denen war das schon klar. Christus sprach von ihnen. Das war deren Gerechtigkeit, die er hier beschrieb. Diese Selbstgerechtigkeit und unsere Gerechtigkeit muss weitaus größer sein als die der Pharisäer, wie wir das ja bereits schon erkennen können. Aber es gibt noch weitaus mehr Charakterschwächen, in Anführungszeichen, die Pharisäer hatten. Zum Beispiel sogar Paulus, bevor er bekehrt wurde, als einer der Pharisäer und natürlich die Pharisäer im Allgemeinen, die glaubten, sie könnten gerecht sein aufgrund ihrer eigenen Stärke, aufgrund ihres eigenen Eifers und aufgrund ihres Verständnisses dessen, was Gerechtigkeit ist. Und so lesen wir dies in Römer Kapitel 10, die Verse 2 und 3. Römer Kapitel 10 und Vers 2. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht, ohne Verständnis. Denn sie erkennen, Vers 3, die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Aufgrund ihrer eigenen Gerechtigkeit, die sie aufrichten wollten, ihre eigenen Interpretationen dessen, was gerecht ist, waren sie der Gerechtigkeit Gottes in keinster Weise untertan. Erkannten noch nicht einmal, was eigentlich die Gerechtigkeit Gottes war. Aber es ist keineswegs so, dass, wie ich eben schon angedeutet habe, die Pharisäer das Gesetz Gottes gehalten hätten. Schauen wir uns einmal an, was Christus in Matthäus 23 sagt. Also diese Vorstellung, oh, die Pharisäer, die waren so zieleifrig und darum bemüht, das Gesetz Gottes zu halten, die stimmt in keinster Weise. Die stimmt in keinster Weise. Matthäus 23 und Vers 23. Da sagt er, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Düll und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also es ging nicht darum, dass er jetzt sagte, ihr braucht nicht mehr zu Zehnten, ihr braucht nicht mehr den Zehnten zu zahlen, darum ging es nicht. Aber er sagte, aber im Vergleich zu Recht und Barmherzigkeit und den Glauben ist es eine geringere Maßnahme, ein geringeres Gesetz, könnte man sagen. Denn wichtig ist natürlich, dass man es aus der richtigen Motivation heraus tut, aber man kann nicht nur einfach jetzt den Zehnten zahlen und gleichwohl unbarmherzig sein, gleichwohl das Recht verleugnen, gleichwohl den Glauben verleugnen und noch etwas verleugnen. Lukas Kapitel 11, Vers 42. Sonst wird alles das eine Routine, ein Ritual und das zählt bei Gott nicht. Lukas 11, Vers 42. Denn hier ergänzt er noch eine weitere sehr wichtige Komponente, könnte man sagen. Lukas 11, Vers 42. Aber wehe euch Pharisäern, sagt er hier, denn ihr gebt den Zehnten von Minze und Raute und allerlei Gemüse, aber am Recht und an der Liebe Gottes geht ihr vorbei. Doch das sollte man tun und jenes nicht lassen. Also die Liebe Gottes ist auch etwas, was wir natürlich haben müssen. Wenn wir nicht aus Liebe heraus Gottes Gesetz befolgen, egal was es ist, ob es jetzt das Zehntengesetz ist oder was immer es ist, dann verstehen wir überhaupt gar nicht, worum es eigentlich geht. Aber selbst wenn es um die kleineren Dinge, die vielleicht nicht so wichtigeren Dinge im Gesetz geht, die also nicht so wichtig waren im Vergleich zu diesen Charakteristika, die wir gerade angesprochen haben, selbst da ging es den Pharisäern mehr darum, es zu tun, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie hatten nicht die Liebe, das Verständnis gegenüber Gott, sondern sie wollten von den Menschen gesehen werden. Die wollten als sehr gerecht bei den Menschen erscheinen, von denen gepriesen werden für ihre Gerechtigkeit. Matthäus 23 und Vers 5.
Matthäus 23 und Vers 5. Da schreibt er, alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und in Vers 1 und 2 ist es deutlich, dass er hier von den Schriftgelehrten und Pharisäern sprach. Alles das tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden, um von denen Anerkennung zu erhalten für das, was sie taten. Und dann werden hier so Rituale da angeführt. Denn das konnte man ja gut sehen, wenn jemand da so Rituale durchgeführt hat, das konnte man ja sehen. Liebe, Barmherzigkeit, Recht und so weiter und so fort, Glaube. Es ist vielleicht nicht ganz so deutlich immer. Das ist das, was im Herzen ist und sein muss. Und obwohl die Pharisäer den Menschen gegenüber als gerecht erschienen, vielleicht haben die Menschen sie als gerecht angesehen, waren sie nichts weiter als Heuchler. Sie waren mit Heuchelei angefüllt. Lukas 12 und Vers 1. Lukas 12 und Vers 1. Unterdessen kamen einige tausend Menschen zusammen, sodass sie sich untereinander traten. Und da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Dieser Sauerteig, das war die Lehre, das, was die so gelehrt haben, das, was sie praktiziert haben, das ist die Heuchelei. Hütet euch davor, sagte er seinen Jüngern damals, hütet euch davor, sagt er uns heute, dass wir nicht Heuchler sind, die vor den Menschen gerecht erscheinen wollen durch ihre Rituale, durch ihr Äußeres. Und in Wirklichkeit sind sie aber total Heuchler. Schauen wir uns an, wie viel und in welchem Maße sie Heuchler waren, wenn man die Worte Jesu Christi ernst nehmen will. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6 und Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst oder allgemein eine gute Tat tust, etwas Gutes für andere tust, so sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Das ist der Lohn von den Leuten, die sie preisen. Hin und wieder ist es sehr erstaunlich, wenn ich also höre, dass berühmte Menschen, ob es jetzt Schauspieler sind oder Sänger oder Politiker oder wer immer, eine sehr schöne Spende an, was weiß ich, gegeben haben, eine Situation, das Rote Kreuz, was immer es sein mag. Das ist gut, dass sie das tun, aber wieso wird das dann so publiziert? Wieso weiß man überhaupt davon, dass die das getan haben? Oh, der, die haben 1 Million oder was weiß ich, Dollar oder Euro gespendet. Nicht wahr? Das muss man sich dann fragen. Matthäus Kapitel 23. Matthäus 23, Vers 25. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Vers 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller toten Gebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm oder gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Sehr markante Worte hier. Ein Pharisäer mit einem übertünchten Grab zu vergleichen. Das sieht gut aus von außen, aber innen drin ist es voller toten Gebeine. Und so seid ihr, ihr Pharisäer, sagt Christus zu denen. Kein Wunder, dass er uns sagt, unsere Gerechtigkeit muss weitaus größer sein als die der Pharisäer. Er nennt sie Heuchler. Was ist ein Heuchler? Das Wort bezeichnet eigentlich hier einen Schauspieler, einen Theaterschauspieler ganz besonders gesagt, der am Abend eine Rolle spielt und am nächsten Abend spielt er vielleicht eine andere Rolle. Er ist niemals er. Er hat immer eine andere Persönlichkeit, die er darstellt. Das ist ein Schauspieler, aber hier im geistlichen Sinne betrachtet, ist dies ein Heuchler, der eben auch schauspielert, der von sich vorgibt, gewisse Tugenden zu haben, die er nicht hat. Der von sich vorgibt, ein gerechter Mensch zu sein, er ist aber keiner, weil er eben inwendig voller Totengebeine ist. Nach außen mag er als gerecht erscheinen, aber inwendig ist er es keineswegs. Die Pharisäer glaubten, sie seien ohne Sünde.
Die glaubten, sie haben keinerlei Grund zu bereuen. Bei denen lag nichts vor, das eben Reue erforderte. Johannes Kapitel 9. Johannes Kapitel 9. Und lesen wir angefangen in Vers 39. Sie dachten ja auch nicht daran, dass sie in irgendeiner Form falsch liegen könnten, etwas Falsches lehren könnten. Die waren so davon überzeugt, dass sie das richtig taten, was immer sie taten. Und sie meinten, sie seien ohne Sünde. Und das ist die Sünde. Nun, wie wir wissen, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Johannes 9 und Vers 39. Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden. Und es geht ja auch in geistlicher Hinsicht. Mit anderen Worten, die blind sind geistlich gesehen, denen öffnet er die Augen, sodass sie sehen können, geistlich gesehen. Und die, die sehen, die meinen zu sehen, die werden blind. Weil das, was sie sehen, nicht die richtige Art und Weise ist, gewisse Dinge zu betrachten. Sie werden geistlich blind. Und da hörten einige der Pharisäer das, die bei ihm waren, und die fragten ihn: Sind wir denn auch blind? Die merkten schon, worauf Christus hier ansprach und was er hier behandelte. Und Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, dann hättet ihr keine Sünde, denn die Idee ist die, dann werde ich eben euch sehend machen und dann würdet ihr eure Sünde erkennen und dann würdet ihr eure Sünde bereuen und dann würde Gott euch die Sünde vergeben. Aber weil ihr sagt, wir sind sehend, wir wissen ja bereits schon, was alles getan werden muss, da bleibt eure Sünde, weil eben keine Reue vorliegt. Sie meinten, sehend zu sein, das Gesetz Gottes verstehen zu können, aber sie gingen nicht davon aus, dass sie sich hätten ändern müssen. Und das ist auch der Grund, warum sich Johannes der Täufer weigerte, die Pharisäer zu taufen. Lesen wir dies in Matthäus Kapitel 3. Die kamen hin, um sich taufen zu lassen, weil alle Welt hinkam, um sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen. Die kamen auch, um hier eine große Show abzuziehen, um zu zeigen, wie gerecht sie waren. Die gingen sogar zu dem Johannes dem Täufer hin, um sich taufen zu lassen. Aber sie haben es getan, weil andere es eben auch getan haben. Aber was sagt Johannes der Täufer? Matthäus Kapitel 3 und Vers 7. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, da sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Sehet zu, bringet rechtschaffene Frucht der Buße. Nun, Buße, eine schlechte Übersetzung hier, besser rechtschaffene Frucht der Reue oder der Umkehr. Man soll sich ändern. Man muss dies aber auch dokumentieren. Man muss dies manifestieren. Es geht nicht nur, dass man sagt, oh ja, ich bereue, sondern zeigen die Früchte in seinem Leben, dass man bereut hat. Und Johannes sagt, bei euch liegt gar keine Reue vor. Von daher werde ich euch auch nicht taufen, denn ich taufe hin zur Reue. Und wenn ihr keine Reue habt, warum soll ich euch taufen? Ihr seid eine Schlangenbrut. Schöne Worte, nicht wahr, die ähnlich auch von Jesus Christus benutzt worden sind. Die Frage ist, trifft das auf uns zu? Meinen wir stehen, sodass wir nicht fallen könnten? Meinen wir haben keine Sünde? Oder anders heraus gesagt, meinen wir, unsere Sünde besteht darin, dass wir gewisse rituelle Gesetze und unsere eigenen Ideen, die wir so uns angeeignet haben, verletzen? Dann schauen wir uns einmal jetzt die Gerechtigkeit an, die, wie Luther es eigentlich übersetzt, vor Gott gilt, aber besser ist natürlich die Übersetzung, die Gerechtigkeit Gottes, darum geht es. Christus sagt uns nämlich, unsere Gerechtigkeit, wie wir gleich sehen werden, die Gerechtigkeit Gottes ist. Die ist natürlich und muss natürlich weitaus größer sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer oder irgendeines Menschen, wenn es sich lediglich um menschliche Gerechtigkeit dreht. Was sollen wir denn suchen? Wonach sollen wir uns denn ausrichten? Was muss unsere Motivation sein? Matthäus Kapitel 6. Und lesen wir Vers 33. Matthäus 6 und Vers 33. Was sagt Christus? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, also Gottes, Gerechtigkeit. Und so wird euch alles zufallen, zufallen ein schlechtes Wort. Besser, so wird euch alles gegeben werden. Die Elberfelder Bibel sagt,
hinzugefügt werden. Es geht hier um diese physischen Dinge. Also wenn man mit anderen Worten physische Dinge braucht, aber das unsere Motivation ist, das unsere Priorität ist, darum dreht sich alles in unserem Leben, okay, dann werden wir die höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Und wenn, dann werden sie vielleicht nicht für lange Zeit haben. Nein, wir müssen zuerst uns nach dem Reich Gottes sehnen, das suchen, das tun, was wir tun müssen in geistlicher Hinsicht, um das Reich Gottes ererben zu können und die Gerechtigkeit Gottes suchen. Die Gerechtigkeit Gottes, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Schauen Sie, wir haben unsere eigene Gerechtigkeit, aber die müssen wir aufgeben, die müssen wir ersetzen, die müssen wir durch das Geschenk der Gabe der Gerechtigkeit Gottes ersetzen. Und wir müssen begreifen, dass die Gerechtigkeit Gottes ein Geschenk ist, die Gott uns geben muss. Die können wir von uns aus nicht erarbeiten. Dann machen wir den gleichen Fehler, den die Juden gemacht haben, die Pharisäer gemacht haben, dass sie versuchten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Aber damit waren sie der Gerechtigkeit Gottes dann nicht untertan. Schauen wir uns dies an, Römer Kapitel 5 und Vers 17. Römer Kapitel 5 und Vers 17. Römer 5 und Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, das ist jetzt Adam. Adam und Eva, die haben gesündigt und die anderen Menschen, die nach ihm kamen, die haben ihnen nachgeeifert, haben den gleichen falschen Weg eingeschlagen. Es ist nicht damit zu tun, hier, dass es eine Erbsünde gegeben hätte, dass also automatisch jetzt diejenigen, die dann geboren worden sind, mit Sünde behaftet waren. Nein, aber die haben dann halt den falschen Weg eingeschlagen und haben dem Beispiel, dem Vorbild Adams gefolgt. Also, wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, die Mengebibel schreibt, und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Aber wie? Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Was hat Jesus Christus hiermit zu tun? Er ist derjenige natürlich, der uns diese Gnade gibt. Gnade, unverdiente Vergebung unserer Sünde, auch unverdiente Begünstigungen. Und hier das Geschenk der Gerechtigkeit. Das ist das Geschenk der Gerechtigkeit Gottes, die von Gott uns gegeben wird, diese Gerechtigkeit. Gegeben werden muss. Und es geschieht, wie wir sehen werden, durch Christus. Wie geschieht das? Wie muss es geschehen? Zunächst einmal eine weitere Stelle in Jesaja 54. Jesaja 54 und Vers 17. Jesaja 54 und Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Gott muss uns seine Gerechtigkeit geben, schenken. Nun, wir müssen dieses Geschenk annehmen, aber er muss es uns geben. Das ist die Gerechtigkeit, die wir haben müssen. Das ist die Gerechtigkeit, die die Menschen von sich aus nicht haben und vielfach auch gar nicht erst haben wollen, weil sie gar nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Hiob, ein klassisches Beispiel. Schauen Sie, als der Hiob geprüft wurde, was so seine Reaktion war. Der konnte nicht verstehen, warum er jetzt geprüft wurde. Er war doch gerecht. Nach außen hin war er gerecht. Ja, er hatte schon, wie es heißt, in gerechter Weise gelebt, nach außen hin, aber er hatte eine sehr große Sünde in sich. Eine vielleicht der schwierigsten Sünden, die man sehen kann, die Sünde der Selbstgerechtigkeit. Und Gott musste ihm zeigen, dass er diese Sünde hatte, sodass er sie ablegen konnte, wie er das am Schluss des Buches auch tat. Aber hier in Hiob 27 und Vers 6, was sagt er hier? An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. Hab nichts zu bereuen. Bin sündenlos, weil ich meine Gerechtigkeit habe und an der halte ich fest. Auch in Hiob 35 und in Vers 2. Es heißt, der Elihu sagt das hier. Hältst du das für recht? Nennst du das meine Gerechtigkeit vor Gott? Oder eine bessere Übersetzung in der Lutherbibel 2009. Meinst du, dass es richtig ist, dass du sagst, ich bin gerechter als Gott?
Das war sein Problem. Es lief was falsch in seinem Leben. Dann stellte sich die Frage zu stellen, warum? Nein, ich bin ja sündenlos. Ich muss also dann gerechter sein als Gott. Gott ist ungerecht mir gegenüber, dass er dies alles zulässt oder über mich bringt. War so seine Einstellung. Aber wir müssen die Gerechtigkeit Gottes erlangen. Wir müssen nicht an unserer Gerechtigkeit festhalten, wie wir gleich sehen müssen. Die müssen wir wegtun aus unserem Leben, um die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben zu erhalten. Und um diese Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben zu erhalten, diese Gerechtigkeit, die weitaus größer sein muss und natürlich auch ist, als die Gerechtigkeit der Pharisäer, da muss Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Und er gibt uns die Kraft und er gibt uns die Macht und er gibt uns die Möglichkeit und die Fähigkeit, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Es geht keineswegs darum, dass das Gesetz abgeschafft sei. Das ist totaler Unfug. Aber diejenigen, die das lehren, die haben es vielleicht auch deshalb gelehrt, weil sie erkennen können, sie von sich aus können das Gesetz nicht halten. Okay, was machen wir da? Okay, ist abgeschafft. Römer 8, angefangen Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, unser Fleisch ist nicht in der Lage, das Gesetz zu halten. Das Fleisch, diese fleischliche Natur, die wir haben, die kann Gott nicht untertan sein, wie Paulus sagt. Also es war unmöglich für uns, das Gesetz zu halten. Und das Gesetz ist ja nicht als solches da, das uns heilig oder gerecht macht. Das Gesetz zeigt uns ja nur, was wir tun müssen, um gerecht zu leben. Also, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Mit anderen Worten, er hat niemals gesündigt. Er war ein Mensch, er wurde zu einem Menschen. Er, der Gott war, der immer schon Gottes Sohn war, wurde zu einem Menschen und verdammte Sünde im Fleisch, zeigte, dass man im Fleisch die Sünde überwinden kann. Vers 4. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, andere Übersetzungen haben hier auch richtiger, die Gerechtigkeit Gottes. Damit die Gerechtigkeit Gottes in uns erfüllt würde. Aber wir leben nicht mehr nach dem Fleisch, denn wenn wir nach dem Fleisch leben, kann die Gerechtigkeit Gottes sich nicht in unserem Leben erfüllen. Sondern wir leben, müssen leben nach dem Geist. Schauen Sie, Gottes Gerechtigkeit tut keineswegs das Gesetz weg. Es ist keineswegs so, dass wenn wir die Gerechtigkeit Gottes erlangen, dann brauchen wir das Gesetz nicht zu halten. Im Gegenteil, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wie definiert die Bibel Gerechtigkeit? Psalm 119 und Vers 172. Psalm 119 und Vers 172. Meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Und andere Übersetzungen haben hier, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Das ist genau das, was Gerechtigkeit ist, das Halten der Gebote Gottes, der geistlichen Gebote, der 10 Gebote. Der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die die 10 Gebote näher definieren und erklären. Es geht nicht um das Ritualgesetz oder es geht mit Sicherheit nicht um die Satzungen der Ältesten oder die anderen Ideen, die man sich selbst so zusammengemeistert hat. Darum geht es nicht. Aber wir sündigen, wenn wir das Gesetz Gottes übertreten. In 1. Johannes Kapitel 3, da lesen wir Vers 4. 1. Johannes 3 und Vers 4. Wer Sünde tut, sagt hier in der revidierten Lutherbibel 84, der tut das Unrecht, die Sünde ist das Unrecht. Die Zürcher Bibel schreibt, der übertritt das Gesetz, denn Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Andere Übersetzungen haben hier Gesetzwidrigkeit oder Gesetzlosigkeit. Schauen Sie, es hat alles mit dem Gesetz zu tun. Wenn man sündigt, dann ignoriert man das Gesetz, übertritt man das Gesetz, denkt, es gibt gar kein Gesetz und so weiter und so fort.
Aber was hat das jetzt mit Gerechtigkeit zu tun und Ungerechtigkeit? Nun lesen wir weiter in Vers 7. 1. Johannes 3 und Vers 7. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, oder wie die Lutherbibel 2009 es sagt, wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener Christus gerecht ist. Wenn wir die Gerechtigkeit tun, sind wir gerecht. Gerechtigkeit bedeutet, das Gesetz zu tun. Die Gerechtigkeit Gottes in uns gibt uns die Kraft, das Gesetz zu tun und damit gerecht zu sein. Vers 10. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, oder wie die Lutherbibel 2009 sagt, wer keine Gerechtigkeit übt, der ist nicht von Gott. So. Und das disqualifiziert die absolute überwiegende Masse der sogenannten Christen, die meinen, sie seien bereits wiedergeboren, sie seien bereits geheiligt, sie seien bereits gerettet, sie haben bereits das Heil erlangt, egal was sie tun, egal, sie werden in den Himmel kommen, wenn sie sterben und so weiter und so fort. Was sagt hier Johannes? Wer keine Gerechtigkeit übt, mit anderen Worten, Gerechtigkeit heißt, das Gesetz Gottes zu halten, der ist nicht von Gott. Der hat keinerlei Anspruch darauf, sich überhaupt einen Christ zu nennen. Ach, da sagt der Herr Link wieder solche Dinge da. Der ist ja so von sich überzeugt. Lesen Sie Gottes Wort und hören Sie nicht auf diejenigen, die Ihnen da einen Blödsinn verzapfen wollen. Ob es jetzt in den Kirchen ist, ob es jetzt in den Versammlungen ist, ob es jetzt über Internet ist, egal. Entweder Sie glauben Gott oder Sie glauben einem Menschen, der sich gegen Gott stellt, ob er es weiß oder nicht. Welche die Kinder Gottes sind und welche die Kinder des Teufels sind, wird daran deutlich. Wer Gerechtigkeit übt oder vielmehr nicht übt, der ist nicht von Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt, wer nicht die Liebe Gottes in sich hat. Die Liebe Gottes ist das Erfüllen der Gebote Gottes. Die ersten 4 der 10 Gebote zeigen Ihnen, wie Sie Gott lieben. Die letzten 6 zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Nächsten lieben. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in ihr Herz durch den Heiligen Geist, der ihnen gegeben wurde bei der richtigen Taufe, wenn sie ihm gehorcht haben, schon bereits vorher, wenn sie an das Opfer Jesu Christi geglaubt haben, bereits vorher, wenn sie bereut haben, wenn sie ihre Sünden bereut haben, und zwar vor der Taufe. Das ist das, was die Bibel lehrt. Es liegt an Ihnen, es zu akzeptieren, es abzulehnen. Das ist ihr, wie ich früher immer so gehört habe, als ich noch Jura studiert habe, das ist ihr blödes Recht. Sie haben dieses blöde Recht. Aber ob dieses blöde Recht bei Gott Anerkennung findet, ist eine zweite Frage. Die müssen Sie sich stellen. Aber ohne Gottes Geist in uns ist es uns unmöglich, war es den Pharisäern unmöglich, das Gesetz Gottes zu halten. Und zwar im Geist zu halten. Und zwar Gottes Gerechtigkeit, was mit dem Halten der Gebote identisch ist, zu tun. Das ist unmöglich. Denn wie wird unsere menschliche Gerechtigkeit beschrieben? In Jesaja, Kapitel 64. Jesaja 64 und Vers 5. Schauen Sie, es ist manchmal sehr frustrierend, wenn ich da so Memos von einigen bekomme, die meinen, sie haben die Weisheit, die geistliche Weisheit mit Löffeln gefressen, und die erklären mir dann die unmöglichsten Dinge. Wie zum Beispiel, ach ja, ich gehe ja zum Beispiel, wenn es um Weihnachten geht, davon aus, dass ich mir das nur anschaue, was so in Amerika geschieht. Aber in Deutschland ist es ja ganz anders. In Deutschland, da begeht man ja das Weihnachtsfest, um Jesu Christi Geburt zu feiern. Ich meine, machen Sie sich doch nichts vor, was für ein Quatsch, für ein Blödsinn das ist. Wer heute Weihnachten feiert, die meisten, die kümmern sich einen Kehricht darum, ob angeblich Christus da jetzt geboren worden ist oder nicht. Die haben eine schöne Zeit, sagen wir mal in Anführungszeichen. Aber das Ganze ist ja auch sowieso Blödsinn. Weihnachten ist ein Fest, das heidnischen Göttern gewidmet war. Das gab es in der Bibel in keinster Weise als ein Fest, das Christen gehalten haben. Und wer also solche Argumentationen von sich gibt, der beweist mir nur, dass er keinerlei Verständnis hat von Gottes Gerechtigkeit und wie Gott die Dinge sieht. Und er hat diese Gerechtigkeit, die wir alle haben, solange wie wir Gottes Geist nicht haben.
Und hoffentlich, wenn wir jene sind, die von Gottes Geist bereits schon motiviert sind, die sich also hin auf die Taufe bewegen, da wird das hoffentlich immer weniger und weniger der Fall sein, was hier beschrieben steht. Aber schauen wir uns an, Jesaja 64 und in Vers 5, wie es hier beschrieben ist. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ein beflecktes Kleid. Die Menge Bibel schreibt, ein besudeltes Gewand. Das ist, wie Gott unsere Gerechtigkeit sieht. Ein besudeltes Gewand. Es ist befleckt. Es bedarf der Reinigung. Aber diese Reinigung, die kann nur von Gott kommen zunächst einmal. Aber wir müssen dann diese Reinigung annehmen, wenn Gott uns reinigt. Und reinigt uns Gott? Das ist jetzt die Frage. Denn wenn Christus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, dann werden wir gereinigt von Ungerechtigkeit. Dann werden wir zu der Gerechtigkeit Gottes in Christus. Warum in Christus? Weil Christus in uns wohnt, weil Christus uns gerecht macht und uns die Fähigkeit gibt, gerecht zu leben. 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Und lesen wir Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Christus hat niemals gesündigt, für uns zur Sünde gemacht. Mit anderen Worten, er nahm unsere Sünden auf sich. Als er am Kreuz starb, da waren alle unsere Sünden auf ihn gelegt worden, sodass er Vergebung dadurch für unsere Sünden erwirken kann, wenn wir unsere Sünden bereuen und aufhören, die Sünde zu praktizieren. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, heißt es hier, aber die Lutherbibel 2009 übersetzt richtiger, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden oder Gottes Gerechtigkeit würden. Wir müssen Gottes Gerechtigkeit werden. Wir müssen die göttliche Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben annehmen, damit wir selbst diese Gerechtigkeit Gottes werden, damit wir unsere menschliche Gerechtigkeit, die nichts weiter ist, ein besudeltes Gewand, ablegen. Und wie geschieht es? 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. 1. Johannes 1 und Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, denn wir werden nach wie vor sündigen, auch wenn wir bekehrt sind, auch wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben, kein Mensch wird jemals zu dem Punkt kommen vor seiner Verwandlung zu einem Geistwesen, dass er total ohne alle Sünde gewesen wäre. Der Einzige, der nie gesündigt hat, war Jesus Christus. Aber wir müssen immer mehr und mehr vollkommen werden in diesem Sinne. Und wenn wir sündigen, dann können wir zu Gott, den Vater, kommen, um Vergebung bitten. Und er kann und wird uns die Sünde vergeben und auslöschen, auswischen. Er hält sie nicht mehr gegen uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, Vers 9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und, schauen Sie, wichtig, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So wird unser beflecktes Gewand gereinigt. Die Ungerechtigkeit wird weggenommen. Wir werden gereinigt von der Ungerechtigkeit. Schauen Sie, wenn wir sündigen, sind wir ungerecht in Gottes Augen. Wir müssen also von dieser Ungerechtigkeit befreit werden. Und Christus befreit uns davon, wenn wir ihn lassen. Und Christus gibt uns, da er in uns wohnt, auch die Möglichkeit, die Fähigkeit, mehr und mehr dazu zu kommen, nicht zu sündigen. Denn wenn wir sündigen, sind wir in dem Augenblick wieder ungerecht und müssen dann wieder die Gerechtigkeit von Gott erhalten, die Rechtfertigung, damit wir wieder gerecht sind in seinen Augen. Und Christus in uns gibt uns diese Kraft, mehr und mehr nicht zu sündigen. Die Frage ist, lebt Christus in Ihnen oder sind Sie nach wie vor derjenige, der laufend sündigt, die gleichen Sünden immer und immer wieder begeht? Nun, das heißt jetzt unbedingt nicht, dass jetzt Christus nicht in Ihnen wohnt. Es heißt aber so viel, dass Sie sich wirklich darum bemühen müssen, eine engere Beziehung zu Gott aufzubauen, sodass Sie mehr und mehr gereinigt werden können von der Sünde und mehr gerecht leben können. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3. Und lesen wir angefangen mit Vers 21. Ich könnte hier so viele Sünden anführen, wo Menschen versuchen, auf eigene Kraft diese Sünden zu überwinden und sie können es nicht. Und dann sind sie verzweifelt und dann schmeißen sie die Flinte ins Korn. Oder sie
leben unter dieser Illusion, dass sie gar keine Sünde haben, weil alles das ja okay ist, was sie so tun und treiben. Ich könnte jetzt viele Sünden nennen, ich will das gar nicht tun, denn sie selbst müssten und sollten wissen, was in ihrem Leben stinkt. Und wenn da was stinkt, dann ist es höchste Zeit, dass dieser Gestank weggenommen wird aus unserem Leben, aus ihrem Leben, aus meinem Leben, natürlich. Wir alle sind im gleichen Boot hier. Wir alle müssen sehen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben praktizieren, annehmen und durchführen. Römer Kapitel 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, Luther Bute 2009, die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommen durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Nun hier unglückliche Übersetzung wiederum, dieser Vers 22. Wenn Sie eine neue Lutherbibel 2009 haben, dann lesen Sie sich durch, die beschreiben ganz richtig. Es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben Christi, nicht durch den Glauben an Christus. Es geht um den Glauben Christi zu allen, die glauben. Also es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben Christi für alle, die glauben. Was wird hier ausgesagt? Es wird hier ausgesagt, dass Jesus Christus in uns wohnt. Und dass, da Jesus Christus in uns wohnt, sein Glaube, der Glaube Christi in uns wohnt. Und es ist dieser Glaube Christi, der uns gerecht macht. Es ist dieser gehorsame Glaube, der davon überzeugt ist, dass wir es schaffen können. Christus hat manchmal weitaus größeres Vertrauen zu ihnen, als sie vielleicht zu sich selbst. Es ist diese Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben Christi uns gegeben wird, wenn wir glauben. Das heißt, wir müssen glauben. Nun, bevor wir getauft werden zum Beispiel, müssen wir natürlich an Christus glauben. Müssen wir glauben, dass er der Messias war, der für uns kam, für uns gestorben ist, für uns die Sünde im Fleisch überwunden hat, der auferweckt worden ist von Gott dem Vater, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt im Himmel, als unser Hohepriester für uns eintritt. Alles dies müssen wir glauben. Aber das ist nur der Anfang. Das ist der beginnende Punkt, sagen wir einmal. Damit hört es nicht auf. Denn wenn wir dann getauft werden, den Heiligen Geist erlangen, erhalten wir damit den Glauben Christi. Und das ist der Glaube Christi, der uns zum Heil verhilft. Nicht unser Glaube, es ist der Glaube Christi, der uns den Eintritt ins Reich Gottes gewährt. Wenn wir diesen Glauben Christi in uns haben, der Glaube, den Christus hatte, den er hat, der muss in uns sein, der muss uns motivieren. Der macht uns gerecht. Der gibt uns die Kraft, das Verständnis, die Überzeugung, dass wir Gottes Gesetz halten können und müssen. Wie anders ist das von dem, was Sie vielleicht so hören in Ihren Kirchen, von Ihren Predigern, die Ihnen einreden wollen, dass das Gesetz abgeschafft sei und dass alles das, was zählt, ist, dass Sie in Anführungszeichen Glauben haben und das ist alles, was notwendig ist und keiner hat eine Ahnung davon, was überhaupt mit dem Glauben gemeint ist, der hier besprochen wird. Es geht nicht um Ihren Glauben, es geht um den Glauben Jesu Christi, der in Ihnen sein muss, der Ihnen hilft, alles dies zu tun, von dem wir heute sprechen. Die Bibel lehrt, das ist der Glaube Jesu Christi, um es noch einmal zu sagen, der Sie gerecht macht. Diejenigen, die an Christus glauben, müssen den Glauben Christi in sich haben. Er muss in Ihnen leben. Philipper Kapitel 3 und Vers 9. Philipper 3 und Vers 9. Paulus sagt, ich möchte in ihm gefunden werden, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Schauen Sie, das Gesetz macht einen ja nicht gerecht. Das Gesetz zeigt einem nur, was Gerechtigkeit ist. Er wusste, das langt nicht aus. Nein, ich möchte in ihm gefunden werden, in Christus, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben, es heißt hier wiederum falsch, an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Auch eine sehr unglückliche Übersetzung. So, zunächst einmal sollte es hier heißen, ich will die Gerechtigkeit haben, die durch den Glauben Christi kommt. Nicht durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit, die durch den Glauben Christi kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, und jetzt, wenn Sie eine Anmerkung hier haben, in der revidierten Lutherbibel 1984, die schreibt wörtlich, die Gerechtigkeit von Gott,
also die Gerechtigkeit von Gott, das heißt die aufgrund des Glaubens oder besser sogar noch durch den Glauben. Es geht um die Gerechtigkeit, die durch den Glauben Jesu Christi kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Wie anders hört sich das an, wenn man das so versteht, als wie hier die Lutherbibel 84 das unglücklich darlegt, vielleicht auch deshalb, weil sie gar nicht verstanden haben, diejenigen, die da hier verantwortlich sind für diese Übertragung, was eigentlich damit gemeint ist. Die Elberfelder Bibel schreibt zumindest eine Anmerkung, dass es auch heißen kann oder sollte, Glaube Christi, also nicht der Glaube an Christus, sondern Glaube Christi. Und die Menge Bibel schreibt, es geht um die Gerechtigkeit aus Gott, in Klammern, das heißt von Gott verliehen. Darum geht es. Es geht um die Gerechtigkeit, die von Gott ihnen verliehen wird und die kommt durch den Glauben Christi. Wenn sie glauben. Sie müssen auch da natürlich glauben. Aber wie gesagt, das ist der Glaube Christi, um den es geht. Galater 2 sagt uns wiederum etwas sehr Ähnliches. Galater 2, die Verse 20 und 21. Ich lebe, er hatte gerade gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Können Sie das von sich aus sagen? Dass der wahre Jesus Christus in Ihnen lebt? Dass Sie lediglich, ich möchte sagen, ein Werkzeug sind in seinen Händen? Haben Sie diese enge Beziehung zu Christus, dass Sie das verstehen? Er sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben wiederum hier an den Sohn Gottes. Es sollte heißen, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Die Neue Lutherbibel 2009 hat es richtig hier. Das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. So übersetzen die das, ganz richtig. Es geht um den Glauben Jesu Christi. Und ich, sagt Paulus, lebe durch diesen Glauben. Den Glauben des Sohnes Gottes. Wenn man das ganz wortwörtlich nehmen will jetzt, wie es in der wortwörtlichen Wiedergabe im Griechischen dargelegt werden sollte, hieße es wie folgt. Im Glauben lebe ich, das ist dessen des Sohnes Gottes. Darum geht es. Es geht um den Glauben des Sohnes Gottes, der in uns lebt. Und dadurch lebe ich, sagt Paulus. Gerechtigkeit kommt nicht durch das Gesetz, um das nochmal deutlich zu machen. Gerechtigkeit, dieses Geschenk der Gerechtigkeit, kommt aufgrund der Gnade Gottes und Jesu Christi. Und zwar in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Zunächst einmal, wie können Sie die Gerechtigkeit Gottes erlangen? Wie erlangen Sie sie? Erstens, wenn Sie sündigen, dann macht Gott sie wieder gerecht oder gerechtfertigt sie wieder durch die Vergebung ihrer Sünde. Wenn sie bereuen, wenn sie umkehren, wenn sie aufhören, das Falsche zu tun, immer und immer wieder das Falsche zu tun, sondern wenn sie beginnen, das Richtige zu tun und immer wieder weiter das Richtige tun, einen anderen Lebensweg einschlagen. Darum geht es, das ist Reue, Bekehrung, Abwendung vom Bösen, das Tun des Guten. Ich sage Tun des Guten. Man muss die Früchte, die tätigen Früchte der Reue bringen. Man muss zeigen, dass man gehorsam ist dem Gebot, dem Gesetz Gottes gegenüber. Mit anderen Worten, wenn Sie sündigen, werden Sie ungerecht. Und die Ungerechtigkeit muss von Ihnen weggenommen werden. Sie müssen gereinigt werden. Es geschieht durch die Vergebung der Sünde. Es geschieht durch Jesus Christus, unseren Hohenpriester, der in uns wohnt. Das ist der erste Punkt. Aber es gibt noch einen weiteren, wie Christus uns gerecht macht. Denn es heißt ja, Christus erfüllt in uns, vollbringt in uns die Vorschriften, die Anforderungen des Gesetzes. Er hält das Gesetz in uns, durch uns. Schauen Sie, und dadurch werden wir natürlich und bleiben wir natürlich gerecht. Solange wie wir das Gesetz halten, sind wir gerecht. Und so macht uns Christus gerecht, durch die Führung des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Wir hatten das ja eben in Römer Kapitel 8 gelesen. Es ist also aufgrund der Gnade Gottes, nicht aufgrund des Gesetzes, dass Jesus Christus in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit kommt also jetzt nicht durch das Gesetz, das uns zeigt, was Sünde ist, sondern Gerechtigkeit kommt durch Jesus Christus.
unserem barmherzigen, lebendigen Hohenpriester. Er gibt uns die Kraft, die Macht, die Möglichkeit, Sünde zu überwinden, gerecht zu bleiben. Auf die Weise werden wir gerecht und bleiben wir gerecht. Haben wir die Gerechtigkeit Gottes in uns, werden wir zu dieser Gerechtigkeit Gottes. Um es noch einmal zu sagen, um das ganz deutlich zu machen. Wir bekommen ein Geschenk. Wir erhalten dieses Geschenk. Aber wenn wir sündigen, werden wir zunächst einmal wieder ungerecht. Und dann müssen wir von dieser Ungerechtigkeit erlöst werden. Und es ist das vergossene Blut Jesu Christi, das uns diese Vergebung von den Sünden ermöglicht und uns wieder gerecht macht, wenn wir unsere Sünde bereuen, wenn wir an sein Opfer glauben, wenn wir Vergebung erlangen. Schauen wir uns noch einmal 1. Johannes Kapitel 1 an und jetzt im Zusammenhang aller dieser Verse. 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, so wandeln wir, oder vielmehr, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Schauen Sie, tun nicht die Wahrheit. Es wird ein Praktizieren hier zum Ausdruck gebracht. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von allen Sünden. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, sodass wir eben gerecht werden können und dann auch bleiben können, solange wie wir die Gerechtigkeit üben. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, sagt uns die Lutherbibel 2009. Wenn wir die Gerechtigkeit tun, dann wird die Gerechtigkeit Gottes darin offenbart. Das finden wir in Römer Kapitel 1. Schauen wir uns dies kurz an. Römer Kapitel 1 und Vers 16. Und 17. Römer 1, 16 und 17. Da geht es nämlich jetzt um das Evangelium. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Das heißt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Vers 17, es heißt hier, darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wie ich eben schon sagte, Luther Bibel schreibt richtiger, darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das hier wiederum auch in der revidierten Luther Bibel 84 wird die Anmerkung gegeben, wörtlich, denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart aus Glauben zum Glauben. Wie ich sagte, zunächst einmal muss man an Christus glauben, an das, was er getan hat. Aber das reicht nicht aus. Es geht dann zum Glauben hin, zum Glauben Jesu Christi. Darin wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Es geht um einen gehorsamen Glauben. Die Bibel spricht vom Glaubensgehorsam. Es geht um die absolute Zuversicht, die Gewissheit, die Überzeugung, dass wir es schaffen werden. Dass wir im Reich Gottes sein werden. Der Einzige, die Einzige, der und die es verhindern können, dass sie ins Reich Gottes kommen, sind sie. Wenn Gott sie berufen hat, wenn Gott ihnen seinen Heiligen Geist anbietet, wenn Gott ihnen seinen Heiligen Geist gibt, wenn Gott ihnen das Geschenk der Gerechtigkeit gibt, wenn Gott ihnen seine Liebe gibt, wenn Gott ihnen den Glauben Jesu Christi gibt, dann ist für Gott die Sache abgeschlossen, in dem Sinne, dass sie es schaffen werden, solange wie sie am Ball bleiben. Aber wenn Sie das Handtuch werfen, weil Sie meinen, alles sei zu schwer und Sie könnten es nicht mehr ertragen und warum auch dies alles und so schön auch die Welt ja so uns da so anlockt mit ihren glitzernden Lichtern, gerade auch jetzt zur Weihnachtszeit, da ist natürlich das Problem bei Ihnen. Da liegt es bei Ihnen. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte sagen zu der Art und Weise, wie jetzt diese Gerechtigkeit Gottes, die Sie haben müssen,
um ins Reich Gottes gelangen zu können, die weitaus über die Gerechtigkeit der Pharisäer hinausgehen muss, wie die in der Bibel noch beschrieben wird. Da finden wir eine interessante Stelle in Epheser Kapitel 6 und Vers 14. Epheser Kapitel 6 und Vers 14, aber ich möchte auch hier kurz noch auf eine weitere Broschüre eingehen von uns, das Evangelium vom Reich Gottes. Diese Broschüre zeigt Ihnen nämlich, was das Evangelium vom Reich Gottes eigentlich ist. Die meisten haben gar keine Ahnung. Wir haben gerade gelesen, dass das Evangelium uns etwas sagt über die Gerechtigkeit Gottes, über diese Kraft, die wir erhalten können, die wir haben müssen, um ins Reich Gottes gelangen zu können. Die meisten wissen noch nicht einmal, was das Evangelium ist, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, und schon mal gar nicht, was das Reich Gottes ist. Ach, das ist in unserem Herzen. Quatsch. Das ist die Kirche. Auch Quatsch. Wenn man das richtig versteht, ist es das Reich Gottes, die Familie Gottes, in die Sie hineingeboren werden können. Sie sind heute noch keineswegs wiedergeboren, selbst wenn Sie ein wahrer Christ sind. Aber Sie können hineingeboren werden in das Reich Gottes, bei Ihrer Verwandlung zu einem Gottwesen. Das hat mit dem Reich Gottes zu tun. Wie viele wissen, dass Sie zu einem Gottwesen werden wollen, werden sollen, hoffentlich auch wollen, dass das das Potenzial ist, das Gott Ihnen anbietet, zu einem Gottwesen zu werden, teilzuhaben an der Gottfamilie. Unglaublich, wie viel Verwirrung herrscht, aber Gott dieser Welt, das ist Satan, das wissen wir, der die Menschen verführt. Epheser 6 und Vers 14, da sagt uns Paulus, so steht nun fest, umgürtet in euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist ein Panzer, der sie beschützt. Und diese Gerechtigkeit, die mit einem Panzer verglichen wird, das können Sie nachher sich anschauen, wird auch in Jesaja Kapitel 59 beschrieben. Die Verse 16 bis 17, wo es heißt, dass Jesus seine Gerechtigkeit als einen Panzer anlegt. Und wenn er das tut, müssen wir das sicherlich auch tun. Aber dieser Panzer der Gerechtigkeit ist Teil der Waffenrüstung Gottes. Wenn Sie den ganzen Zusammenhang in Epheser 6 lesen, dann finden Sie, dass es hier um die Waffenrüstung Gottes geht. Und der Zusammenhang hier ist der, dass Sie den alten Menschen, diese alte Kreatur, ablegen müssen. Und Sie müssen diese neuen Menschen, diese neue Kreatur anziehen. Sie müssen zu einem neuen Menschen werden, zu einer neuen Schöpfung sozusagen. Und das ist die einzige Art und Weise, wie Sie überhaupt auch Satan und seine Dämonen besiegen können, bekämpfen können. Denn auch hier dieser Zusammenhang in Epheser 6 geht auch um den Kampf, den Sie führen müssen gegen Satan und seine Dämonen in geistlicher Hinsicht. Und Sie können es nicht auf Ihre eigene Kraft gestellt tun. Sie brauchen die Waffenrüstung Gottes. Und so lesen wir auch in Vers 11, dass es heißt, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Zieht sie an. Und wen oder was ziehen wir damit an? Nun, wir ziehen Christus an. Denn Sie können das auch nachher in Römer 13, Vers 14 lesen, wo es heißt, wir sollen Christus anziehen, damit wir nicht die Begierden des Fleisches durchführen, damit wir nicht Opfer der Begierden des Fleisches werden. Also wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, dann ziehen wir Christus an in diesem Sinne. Und damit kommen wir nun auf die Tatsache zu sprechen, dass 2. Korinther Kapitel 6 und Vers 7 diese Waffenrüstung auch noch auf andere Weise beschreibt. 2. Korinther Kapitel 6 und Vers 7. Ich möchte heute nicht auf die einzelnen Bestandteile der Waffenrüstung Gottes eingehen. In Epheser 6 ist eine andere Predigt, aber es geht mir hier um diesen Aspekt, den Aspekt der Gerechtigkeit. 2. Korinther 6 und Vers 7. Seid in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. Es sind Waffen, die Sie haben müssen. Geistliche Waffen. Nicht, dass wir jetzt da irgendwo anfangen wollen, andere im Krieg umzubringen oder andere zu töten. Nein, es geht um geistliche Waffen. Aber Sie haben diese geistlichen Waffen der Gerechtigkeit zu haben. Denn diese Waffen bekämpfen die falschen Einflüsse. Die Einflüsse von Satan, dem Teufel, die Einflüsse von der Welt um sich herum. Die Einflüsse Ihrer eigenen menschlichen Natur, die Sie verleitet zu sündigen. Nun, dieser Panzer der Gerechtigkeit, diese Waffen der Gerechtigkeit, die können Sie nur dann haben, wenn sie Ihnen Gott gibt. Und dieser Panzer, Paulus beschreibt ja hier eine Rüstung. Einige sagen, es war die griechische Rüstung, andere sagen, es war die römische Rüstung. Macht er sich keinen großen Unterschied, denn wenn es um den Panzer der Gerechtigkeit geht,
Der Soldat war vorne und hinten beschützt. Diese Panzer, die sie dann anlegten, die hatten Schutz von vorne und von hinten, total. Und dann hatte man noch rechts und links die Waffen der Gerechtigkeit, wie Paulus hier schreibt. Also mit anderen Worten, der Mensch war total beschützt. Er war total von allem beschützt, wenn er diesen Panzer der Gerechtigkeit angelegt hat. Römer Kapitel 6 und Vers 13 sagt uns etwas mehr noch über diese Waffen. Römer 6 und Vers 13. Wir müssen diese Waffenrüstung anlegen. Wir müssen den Panzer der Gerechtigkeit anlegen und man auch benutzen. Römer 6 und Vers 13, wo es heißt: Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Siehe, der alte Mensch ist gestorben, der neue Mensch ist aus diesem Wassergrab der Taufe herausgekommen. Und gebt eure Glieder hin als zu Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Schauen Sie, unsere Glieder, die sollen die Waffen der Gerechtigkeit werden. Nicht sollen wir die Glieder benutzen, unsere Arme, unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen, um zu sündigen, sondern wir sollen sie benutzen als Waffen der Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, und es ist die Gerechtigkeit Gottes, um die es geht, dann wird uns etwas gegeben werden. Jesaja 61, Vers 10. Dann wird nämlich unsere Gerechtigkeit, die nichts weiter ist als ein besudeltes, beflecktes, dreckiges Gewand, die wird ersetzt durch etwas anderes. Jesaja 61 und Vers 10, da lesen wir nämlich: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Dann wird es jetzt der Mantel der Gerechtigkeit, das Gewand der Gerechtigkeit, wie es auch übersetzt sein kann, nicht mehr das Gewand, das befleckt ist, das besudelt ist. Nein, wir werden jetzt das Gewand der Gerechtigkeit haben. Und mit dem Gewand ist irgendwie ein sehr schönes, kostbares Gewand beschrieben. Es fährt fort zu sagen, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Schauen Sie, wir sind heute die Braut Jesu Christi. Wenn Christus zurückkommt, um uns in seine Familie aufzunehmen, dann werden wir zu Gottwesen werden. Da sind wir die Braut, jene, die verherrlicht werden, zu Gottwesen, in der Familie, im Reich Gottes. Das wird hier schon angedeutet. Wir sind bereits jetzt schon die Braut Christi. Noch nicht verherrlicht, aber wir sind es und wir werden es sein im verherrlichten Zustande, wenn wir nicht aufgeben. Die Warnung ist, wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen die Gerechtigkeit Gottes nicht verlieren. Kann das geschehen? Es kann sehr wohl geschehen. Hesekiel Kapitel 3 gibt uns eine ernste Warnung. Eine Warnung, die ich in den letzten Predigten und auch in unseren Apostelschehen-Programmen und auch in unseren Artikeln immer und immer wieder betont habe. Wir wissen, auch wenn Sie an die letzte Predigt denken, wann der Mann der Sünde sich offenbaren wird und so weiter und so fort, dass es noch zu einem Abfall kommen wird. Abfall von der Wahrheit. Und wir haben heute gesehen, hoffentlich in dieser Predigt, wie es geschehen kann, wenn man eine total falsche Vorstellung hat von dem, was man eigentlich ist, von dem, was man eigentlich sein muss. Hesekiel Kapitel 3, Vers 20. Und wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abwendet und Unrecht tut, so werde ich ihn zu Fall bringen, sagt Gott, und er muss sterben. Das ist die Warnung. Das ist die Warnung. Aber jetzt geht die Warnung auch an uns, gerade auch ganz besonders die Predigerschaft innerhalb der wahren Kirche Gottes. Denn weil du ihn nicht gewarnt hast, sagt er hier, wird er um seiner Sünde willen sterben müssen. Und seine Gerechtigkeit, die er getan hat, die wird nicht angesehen werden. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn wir uns weigern, wenn wahre Prediger Gottes sich weigern, den Gerechten zu warnen, nicht zu sündigen, dann, wenn er sündigt, wird er wegen seiner Sünde sterben, natürlich, weil er sündigt, aber wir werden zur Verantwortung gezogen werden. Und ich werde nicht davon ablassen, sie zu warnen. Ich werde nicht davon ablassen, ihnen mitzuteilen, was die Wahrheit ist, ob sie die akzeptieren wollen oder nicht.
die Tausende von Menschen, die uns zuhören, die uns zuschauen. Und ich sage ganz bewusst Tausende. Über 100.000 Menschen haben uns zum Beispiel bei einer Predigt zugehört über die Zukunft von Amerika und Europa. Wie viele von denen aber nehmen die Warnung an, die in dieser Predigt mit enthalten war? Wenn du aber, Vers 21, den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll, dass er nicht ablassen soll von der Gerechtigkeit Gottes, die ihm gegeben worden ist. Wenn du ihn warnst und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben, denn er hat sich warnen lassen. Und du hast dein Leben errettet. Wir haben die Warnung ausgesprochen. In beiden Fällen, ob sich der Gerechte jetzt warnen lässt oder nicht, haben wir unser Leben errettet, wir haben unsere Verantwortung erfüllt. Aber es ist nach wie vor dann die Aufgabe des Gerechten, auf entweder richtige oder falsche Weise zu handeln. Und einige werden abfallen von der Wahrheit. Die Liebe Gottes, die in ihr Herz ausgegossen war, wird in vielen erkalten, heißt es. Und sie werden abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander verleumden, sie werden über andere lügen. Und Lüge kann auch sein, dass man nur einen Teil der Wahrheit bringt und insoweit aber dann die Wahrheit verschleiert. Auch das ist eine Lüge. Und das ist immer und immer wieder der Fall. Und es bleibt mir auch nicht verborgen, wenn es um mich geht. Das ist die Warnung. Bleiben Sie am Ball oder geben Sie auf? Es ist Ihre Entscheidung. Es ist Ihr blödes Recht. Aber wenn Sie das Falsche tun, wenn Sie sich falsch entscheiden, ist das nicht ein blödes Recht, das Sie vor Gott rechtfertigt. Aber wenn Sie am Ball bleiben, wenn Sie sich die Sache ernst nehmen, wenn Sie ernster noch werden, als Sie es vielleicht jetzt sind, weil Sie immer noch so ein bisschen da mit einem Bein in der Welt sind, mit dem anderen Bein da vielleicht versuchen wollen, ins Reich Gottes zu kommen, was natürlich nicht gelingen kann, dann sagt uns Gott Folgendes in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 8. 2. Timotheus 4 und Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. An dem Tage, wenn er kommt. Oder wenn hier in diesem Falle Paulus würde sterben, aber er würde auferweckt werden im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und dann würde er dann die Krone der Gerechtigkeit erhalten. Aber sagt aber nicht allein mit mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben, die sie ersehnen, die sie erwarten, die sich reinigen lassen heute, die ein Partner sind sozusagen mit Gott, der uns reinigt und wir lassen das aber auch zu und gehen dann diesen Weg. Denn wenn Gott in uns lebt, dann werden wir die Gerechtigkeit Gottes sein. Dann werden wir in der Lage sein, die Gerechtigkeit der Pharisäer in weitaus größerem Maße zu übersteigen. Dann werden wir in der Lage sein, unsere eigene Selbstgerechtigkeit abzulegen und die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben wirken zu lassen. Tun wir dies. Ich hoffe, ich bete, dass wir es tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.